Ja, also wenn ich an Linz denke, dann denke ich immer an seine Wahrzeichen. Und das eine ist die Straßenbahn, Pöstlingberg vielleicht, ja, der Hauptplatz und die Donau und vor allem die Wandlung dieser Stadt zur Kulturstadt. Und eines dieser Wahrzeichen für diese Entwicklung zur Kulturstadt ist natürlich das Lenthaus an der Donau. Ein leuchtendes Beispiel dafür, weil das ist eine Entwicklung, die man gar nicht geringschätzen darf für diese Stadt, dass sich da innerhalb kurzer Zeit eigentlich einige Leuchttürme jetzt platziert haben, die mit Kultur zu tun haben. Das hat die Stadt wesentlich beeinflusst, das hat auch das Leben der Menschen sehr beeinflusst und das Lenthaus ist ein leuchtendes Beispiel, das an der Donau steht und das mittlerweile mit all den anderen Wahrzeichen mithalten kann. In den letzten 10 Jahren ist natürlich ein Programm entstanden, das nicht nur avantgardistische Kunst vermittelt, wovon ich ja am wenigsten verstehe eigentlich, ich habe da keine Ahnung, was es ist. Und das andere ist so kleine populistische Einschübe mit Ausstellungen, die Menschen auch interessiert haben dafür, sodass sie einen Platz vorfinden, an dem sie sich gern aufhalten, an dem sie sich austauschen können. Das ist mein Lenthaus, an das ich denke, wenn ich 10 Jahre Lenthaus mir überlege. Ich kann mich noch erinnern an den Luftsprung, den damals Peter Baum gemacht hat, dass es gelungen ist, dieses Haus da, das ist ja ein architektonisches Statement hier für Linz zu platzieren. Und daran schließe ich jetzt meinen Geburtstagswunsch. Ja? Und ich sage, 10 Jahre Lenthaus, liebes Kunstmuseum, herzliche Gratulation dazu. Herzliche Gratulation dazu, dass es gelungen ist, nicht nur Kunst zu vermitteln, sondern auch die Menschen in dieser Art und Weise einzubinden.